Wo kam ich gerade her? Kam ich daher? Ich möchte gerade mal wissen, was sich hier befindet. Falls hier irgendwas ist. Und ja, hier ist etwas, eine Kiste. Dann nehme ich die gerade mal mit. Ja, ab und zu kann ich auch bei einem Replay für mich persönlich. Ich meine, ich zock's ja gerade für euch, aber dann kann ich mich da auch nicht mal beherrschen. Und muss meinem Sammeltrieb Genüge tun. Auch wenn das heißt, ich werde wieder Gegner treffen. Aber ich denke mal, das stört euch ja nicht. Entweder ich sterbe, fange an zu schreien, oder ich besiege die Leute und ihr habt ein bisschen mehr Action. Also für euch auf jeden Fall mal eine Win-Win-Situation. Gut, da kam ich her. Also geht's jetzt zur Brücke, wie wir schon im Dokument gelesen haben. I could see a railway bridge up ahead and a warehouse of some sort on the opposite shore. I hoped I could find a car from there. Und ja, wir können uns darauf einstellen, was uns erwartet. Das macht die Sache aber nicht gerade besser. Weiterer Zug. The darkness that was pursuing me was growing stronger, and it was taking over everything in its path. Vor allem lässt es mich nicht unbedingt den Weg gehen, den ich möchte, sondern zwingt mich in die Fahrt. Helfen die Leuchtfackeln auch gegen Poltergeister. Ich wollte zwar eigentlich gerade eine Blendgranate benutzen, aber das soll ich auch tun. Hier ist leider nur etwas mehr am Rumfliegen, als ich gedacht habe. Sind nachher runtergeflogen und kommen jetzt nicht von hinten und schlagen mich hinterrücks. Nein, das sind die Tonnen von oben, die mich hinterrücks erschlagen. Oder, okay, selbst Poltergeister können in einem Spiel in den Abgrund runterfallen. Auch wenn ich die hätte mit einem Schuss besiegen können. Das ist auch so eine Tatsache, die ich ein bisschen blöd finde bei Kämpfen, weil... Ich weiß zwar nicht, ob man es ausschalten kann, aber es gibt ja so eine kleine Zielhilfe bei Alan Wake. Und wenn man dann bewusst auf diese Fässer zielen will, wie sieht der immer die Gegner an? Was ein bisschen suboptimal ist. Für die Leute, die nicht so gut mit dem Controller klarkommen, ist es natürlich eine Hilfe. I slammed the door shut right in his smug face. He pleaded for me to open the door. True to form, the asshole actually thought I would obey. I had no sympathy left. No guilt either, not for him. I took a moment to savor the scream. I bet I had a smile on my face. It was all that I had time for. The dark presence was inside the lodge with me. So eine schöne Nacht mit der Dunkelheit zusammen in der Hütte. As a teenager, just starting to get interested in writing. Stephen King had been a source of inspiration to me. I thought about all the inanimate objects that had come to life in his books. No one is safe in a good horror story. Certainly not the protagonist. That's what makes them fun. This was anything but. The darkness could possess anything. And it was getting closer. Das ist eine Tatsache. Und
Ja, was mir gerade noch einfällt, bevor wir ja weitermachen. Beziehungsweise bevor wir ja. Ah, nee, das ist doch kein Radio, alles klar. Ich glaube, Andy hatte sogar noch was angesprochen bei sich und auch bei Sam und Max, dass wir eine Kleinigkeit vorhatten, vor allem auch mit Chris und so zusammen. Ja, da existiert was, aber es wird dauern, bis das hochgeht, weil ich sehr viel Arbeit reinstecken muss, denn bei der Aufnahme ist was schief gegangen. Das sind einfach mal über 2,5 Stunden, weshalb ich da wohl neue Tonspuren aufnehmen muss. Und zudem wird wohl demnächst der erste Teil der Silent Hill Story Interpretation bei Andy auf dem Channel hochgehen. Da freue ich mich sehr drauf, wenn wir da mal wirklich jetzt anfangen, die Tage. Ich hoffe, ihr euch auch. Und so stürzen wir uns weiterhin bei Alan Wake mit dieser kleinen Side-Info für euch. So, ich denke, jetzt werdet ihr das sehen, was ich meinte. Das meinte ich zum Beispiel gerade. Ich wollte darauf zielen, aber die Leute wollten es nicht. Ich meine, da war der Gegner, da war das Ding, ich ziehe hier und der verzieht darüber. Das ist wirklich beschissen. Ich möchte jetzt aber nicht die Atmo versauen, indem ich ins Menü gucken gehe. Okay, ein weiterer Save Point. Und schalten wir mal auf die Fackeln zurück, denn ja, ein paar davon. Möchte ich das dann noch irgendwie behalten? Auch mal wieder knapp. Nachladen. Beide Pistolen. Das ist keine Pistole, das ist eine Schrotflinte. Beide Waffen aber nachladen. Sehr wichtig. Wie ich Leute nicht verstehen kann, die eine Waffe verballern und weiterrennen, ohne alles nachzuladen, was man dabei hat. Ich meine, man kann immer in irgendeine Situation kommen, wo man nicht die Zeit hat zum Nachladen, vor allem in einem Survival-Horror-Spiel. Okay, diese Tür ist verschlossen. Sehr schön, hier gibt es wieder neue Ausrüstung. Volle Munition. Und einen Fernseher. Mal gucken, wie lange das dauert, weil ich denke, ach, gucken wir einfach. Viel Spaß bei der neuen Episode von Night Springs. Unaware that they are merely a thin veneer of desperate self-delusion, covering a vast cosmos of madness and horror. All too often, the stars are right. In Night Springs. Tonight's episode, a family occasion. Journalist Alvin Derlis' trip to study the local customs of an insular community in Night Springs has been less than successful. Until tonight. Well, I'm glad you changed your minds about this. Ancient customs, local mythology. My editor loves this kind of stuff. Well, Mr. Derlis, we don't want to feel like we're on exhibition. But you have demonstrated the seriousness of your intent. Oh, I am serious. Really, just do your thing. I'll stay out of your way and observe. Actually, I thought you could assist us. I'm afraid we are a man short. It would provide you with an intimate perspective. Could I really? Of course, Mr. Derlis. Well, I guess that's the least I... What would I have to do? Oh, here. Let me show you with a kiss. I... Shh, darling, be calm. Shh.
such quests always bear fruit. Night springs. Tja, daraus haben wir gelernt. Niemals einen Dreier mit einem komischen Ehepaar vom Land starten. Und es hat auch nicht so lange gedauert. Wir haben immerhin noch 5 Minuten für den Part. Also machen wir weiter. The darkness surged towards me, sucking everything loose from the ground into its depths, tugging at my clothes. I saw the flare the kidnapper had dropped and threw myself towards it just as I felt my feet leave the ground. The darkness embraced me with the force of a tornado. Somehow I managed to light the flare. The darkness roared and cast me away. I fell toward the dark waters of the lake far below. Alter, richtig geil. Eine der geilsten Seiten überhaupt im Manuskript, meiner Meinung nach. Ich liebe sie einfach. Und das hier sieht nach einem großen Schlachtfeld aus, wenn ich das mal so sagen darf. Und auch sehr viele dieser Kästen hier. Ich habe es schon geahnt. Mal einfach zu machen. Legen direkt zu dem Ding mehrere dieser Dinge. Leuchtfackeln können uns nämlich teilweise um die netten Freunde kümmern, wenn uns diese Rohre hier nicht überrollen. Böser, böser Traktor. Wow. Ihr dürft gern von mir wegbleiben. Und ja, das war gerade echt fies eben bei der Nightsprings-Sendung, denn auf der PC-Version mit der Maus kann man nur ranzoomen und gleichzeitig boosten mit der Taschenlampe. Auf dem Controller kann man, wenn man das Ding halb reindrückt, nur zielen. Und das halt die ganze Zeit bei der Sendung ist echt fies gewesen für den Zeigefinger. Aber ich schätze mal, ich habe dieses Ding hier gemeistert. Und da hinten noch so ein Kästchen ist, vielleicht finde ich da ja noch mal noch eine Leuchtfackel, um das aufzufüllen. Beziehungsweise Batterien. Nee, was? Ich kann sogar mehr mitnehmen. Ich hatte zwar irgendwie im Kopf von der Xbox-Version, dass man nun maximal 11 Fackeln und Blendgranaten mitnehmen kann, aber wenn es mehr sind, ich beschwere mich nicht. Und da sehe ich eine Thermoskanne. Lecker Käffchen zwischendurch, schadet ja auch keinem. Auch wenn ich das sage, ich hasse Kaffee. Ich kann Leute nicht verstehen, wie sie Kaffee trinken. Ich meine, okay, so Eiskaffee oder so ist ja noch in Ordnung, aber wirklich Kaffee? Nee. I had never been this glad to see the sunrise. I had a couple of hours to get to the coal mine. Far now. Praktisch. Today, I would meet the kidnapper, and he would give me Alice. I wouldn't give him any other choice. A drowning man will clutch at a straw. So, perfekt für die 30 Minuten haben wir die Hälfte des Kapitels erreicht. Sehr schön. So, ich mache einen kurzen Cut, dann geht's weiter und in der nächsten Folge werden wir vermutlich den Entführer an der Mine treffen. Seid gespannt, wie es weitergeht. Ich bin's zwar, auch wenn ich's kenne.
Ich freue mich auf euch. Bis dann, Leute. Ciao, ciao.